Projekte auf unserem Kanal. Und zwar habe ich schon lange darüber gesprochen, eine Abstimmung dazu gemacht. Und ich habe das schon, ich glaube, in 2, 3 Videos gesagt. Und zwar spielen wir jetzt zusammen Die Sims 4. Was bedeutet, ich erstelle am Anfang 2 Charaktere oder 3 Charaktere, ich glaube mal 3. Und diese Charaktere verkörper ich dann. Und wenn mir irgendwann mit den 3 Charakteren zu langweilig wird, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich für neue Charaktere machen soll. Ob das zum Beispiel irgendwelche berühmten Leute sein können. Was weiß ich jetzt, zum Beispiel Bushido oder so. Und dann irgendwelche Charaktereigenschaften dazu in die Kommentare schreiben. Was weiß ich, zum Beispiel Bushido wird Anwalt oder so. Anstatt irgendwie Musiker. Und dass ich praktisch dieses Projekt nicht nur allein spiele, sondern dass ich die Community in den Kommentaren mit dazu einbeziehe. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal direkt an. Ich habe alles umgestellt in der Anzeigeanstellung. Wir spielen jetzt auf, wenn man das hier mal sieht, Optionenmenü, Spieloption, auf der, ich glaube, das ist Full HD oder, ich weiß nicht, ob das Full HD ist, ich glaube schon, 1920x1080, ich denke, das ist Full HD. Mein alter PC hat das nicht geschafft und die Sims sind auch alle hochauflösend jetzt. Also, mein alter PC hat das nicht geschafft, aber mein neuer PC schafft das jetzt und deswegen habe ich jetzt, also fange ich jetzt direkt mal an. Und zwar, fange ich jetzt mit dem ersten Zimmer an. Den erstelle ich jetzt so. Und die anderen Sims werde ich dann in einer Zeitraffer erstellen. Also bei den anderen Sims ist das eine Zeitraffer, da wird Musik im Hintergrund sein. Und danach beende ich die Folge. Also die Folge erstelle ich den Sim und die anderen beiden. Aber dafür versuche ich heute noch eine zweite hochzuladen, wo ich dann auch die erste Folge spiele. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Der erste Sim bin ich. Und zwar gebe ich mir jetzt einfach irgendeinen anderen Nachnamen, weil ich nicht will, dass man meinen Nachnamen hier sehen, weil ich nicht will, dass man meinen Nachnamen hier sehen will. Deswegen nenne ich mich jetzt Baumhaus mit Nachnamen. Es gibt Leute, die kennen meinen Nachnamen einfach, aber ich will nicht, dass jeder meinen Nachnamen im Internet weiß, deswegen. So. Mal gucken. Was gibt's denn so viele Gänge? Selbstbewusster Gang, hochnäsiger Gang, stolzer Gang. Ich finde das einfach schon cool, dass man jetzt schon diese Gangart einstellen kann. Ich meine, wer die Sims 3 gespielt hat, weiß ja, dass man früher sowas gar nicht konnte. Aber jetzt kann man ja sogar diese Gangart hier einstellen. Dann. Ihr Bowser! Oh, Sangula Batez! Ah, cool, das ist die Stimme. Was gibt's denn da, klar? Skiba, your move. Nee, das ist so hoch. Yasim, have you through? Geht das? Nee. Ich geh hier, Jumps. Geht zu tief. Geht das? Sag was. Nee. Geht das? Sag was. Janib Doyum, hä? Das? Sag was. Bernala! Ja, okay, gut, das geht. Mal gucken. Bestreben wählen. Was möchte meiner denn machen? Ich glaube, meiner möchte, was weiß ich, ich glaube, meiner möchte beliebt sein. Ah, ne, beliebtes Dorf. Wissen, was kann er denn hier machen? Nerdhirn, Renaissance-Sim, dieser Sim möchte in vielen Dingen gleichzeitig begabt sein. Der Sim möchte sowohl belesen als auch geschickt sein. Der Sim möchte alles über Computer wissen, vom Spielezocken bis hin zu Karrieren. Finde ich gut. Mal gucken, wähle ein Merkmal. Oh, was bin ich denn? Ich glaube, also ich bin kreativ. Davon gehe ich mal auszugehen. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall kreativ. Nee, davon bin ich irgendwie nix. Obwohl, warte, was ist denn das da? Diese Sims sind zufrieden, wenn sie Science-Fiction lesen oder Videospiele spielen. Sie wirken womöglich angespannt, wenn sie nicht viel gespielt haben. Sie sind besser im Ausspülen von Sammelobjekten und können mit anderen Geeks über Geek-Kram reden. Yo. Oha, habt ihr diese Animation gesehen? Da war so ein Flugzeug. Bro, die Sims können andere Bros brüderlich umarmen. Finde ich gut, Bro. Bros finde ich gut. Bros finde ich gut. So. Persönlichkeit? Ah, Persönlichkeit hatte ich gerade schon. Ah, stimmt. Das ist jetzt ja das neue Menü. Im neuen Menü zieht man das ja alles und so. Oh, ich weiß jetzt schon, dass ich einen Fehler gemacht habe, damit dass ich es geändert habe. Oha. Okay, gut. Das sieht echt cool aus. Gesicht? Nee, Hautdetails sind scheiße. Haare? Okay, nee, das sieht schwul aus. Es gibt hier irgendwo die Haare, die ich habe. Gibt es hier irgendwo die Haare, die ich habe? Nee, nee, nee. Nein, 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 das. Okay, gut, das sieht echt so ein bisschen so aus. Aber da habe ich. Ich habe aber doch keine gelben Haare. Gut. Auf jeden Fall erstmal den Bart weg. Der Bart sieht scheiße aus. Gut.
Brillen. Also ich habe eine Brille, wer es nicht weiß. Also nein, ich glaube, niemand weiß es, bis auf die Leute, die wirklich bei mir in der Schule sind. Aber ich habe eine Brille, aber keine von denen sieht so aus wie meine Brille. Oha, sieht das scheiße aus. Sieht die aus wie meine Brille? Okay, nein, tut es nicht, aber gut. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? Haare, Gesicht, gut. Kann ich auch auf die Augen? Hallo, ich will auf die Augen. Sag mal, bist du behindert oder so? Hallo, sag mal. Bist du geistig behindert oder so? Ja, ich will jetzt auf die scheiß Augen. Hallo. Ich glaube, das Spiel ist irgendwie geistig behindert oder so. Ey, nicht wahr, ich kann jede Scheiß machen, aber... Gut, dann zieh die scheiß Brille jetzt aus. Gut, Augen. Ja, Augen finde ich gut. Gut, so helle grüne Augen habe ich nicht, aber ich habe grüne Augen. Gut, ich will auf jeden Fall die Augen weiter aufmachen. Da mich das bei mir total ankotzt, dass ich die Augen immer so weit zu habe. Oha, das habe ich mir beim letzten Mal schon angeguckt. Das ist dann so ein richtiger Monchichi. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, das sind diese kleinen Affendinger. Vielleicht könnte ich davon mal irgendwo ein Bild einblenden. Okay, gut, das sieht jetzt wieder strange aus, wie weit er die Augen offen hat. Gut, das sieht ganz okay aus. Jetzt wieder diese komische Brille anziehen, die ich eben gefunden habe. Gut, die passt wirklich so ein bisschen. Gut, der sieht wirklich so ein bisschen aus wie ich, aber... Gut, mal gucken. Tops. Oha, was gibt's denn hier? Mal gucken. Nee, ich bin ja kein Pornostar oder so, als ich das anziehen würde. Wie sehe ich aus? Mal gucken. Gibt's hier nicht irgendwie so ein Pulli oder so? Einfach irgend so ein Pulli. Oha, geil. Yo. Ey, der T-Shirts. Yo. Ey, der T-Shirts, die sind cool. Muss mal gucken. Hey, gibt's nicht einfach irgendein. Gibt's hier nicht einfach irgendein Pulli? Ich trage eigentlich normalerweise immer irgendein Pulli oder so. Gut, dann nehme ich das da. Ja, das sieht sogar ganz fresh aus. Fresh, das habe ich zwar nicht, aber das ist cool. Sowas wollte ich mich schon immer mal holen, aber ich habe es irgendwie bis jetzt noch nie in meiner Größe gefunden. So. Mal gucken. Gut, die Hose sieht zwar schwul aus, aber... Gut, das geht echt so ein bisschen. Ja, cool. Ja, cool. Sind das... Gut, die sehen aus wie Jordans oder so. Nee. Ich muss gerade gucken, welche zu meinen passen. Ich habe so... Weiße Nikes, aber ich habe keine Air Force. Aber die sehen aus wie Air Force. Ja, dann lasch die jetzt einfach mal. Jo. Oh, nee, das mach ich mal weg. Ja, richtiger Stier. Läuft. Lobo! So, jetzt habe ich mein Headset wieder auf. Okay, gut. Ah, okay, jetzt muss man. Stimmt, das war bei Sims ja immer so, dass man diese ganze Kleidung da anmachen musste. Oh jo. Yo, hey, geil. Habe ich hier noch irgendwo Brille? Hallo. Gibt's hier keine Brille? Okay, gut, Brille gibt's nicht. Scheiß drauf. Ja, hier gibt's so ein Pulli, ne? Sag mal. Hey, wen willst du verarschen, ey? Hier gibt's sogar ein Rot, ey. Egal, ich glaube, ich nehme so ein freshes T-Shirt hier. Das zum Beispiel, ich finde das irgendwie lustig mit dieser Lebensanzeige. Das sieht cool aus. Gut, gibt's diese Hose in anderen Farben? Das sieht cool aus. Mal gucken. Schuhe. Ne, gut, das können schon diese Schuhe bleiben, aber ich glaube, ich finde die in Gelb cool. Ja, in Gelb sind die ganz cool. Oh, Nachtwäsche. Oh, jo. Geil. Ich habe nachts eigentlich immer ein T-Shirt an. Insider-Infos. Ich darf nicht zu viel sagen, das kann alles hinterher noch gegen mich verwendet werden. Gut, warte. Gut, so eine Hose habe ich wirklich. So eine Hose habe ich wirklich. Also hätte ich jetzt eine Facecam oder so, könnte ich es auch in die Kamera halten, dass ich so eine Hose habe, aber... Nee, Hausschlumpen habe ich eigentlich nie welche. Ich habe keine Hausschlumpen. Hausschlumpen finde ich irgendwie... Naja, ich weiß nicht warum, aber... Hausschlumpen finde ich komisch. Habe ich nie gebraucht, brauche ich nie, also von daher... Nee, also ich finde das ganz cool. Diese Jacke sieht zwar irgendwie nicht so ganz so nach mir aus, aber... Das ist nicht der Punkt. Okay, gut. So eine Hose habe ich auch. Gut, dann zieh mir einfach immer mal diese Schuhe an, ne? Badekleidung.
greift. Accessoires. Armbänder. Schwul. Gibt's hier keine Sonnenbrille mehr? Wen willst du verarschen? Wie? Es gibt keine Sonnenbrille. Ja, dachte ich mir doch. Wie? Es gibt keine Sonnenbrille. Oh, fresh. Das konnte man auch irgendwie farblich auch selbst gestalten, meine ich. Oder? Nee. Gut, dann geht's nicht. Trotzdem fresh. Finde ich geil. Oh, yo. Oh, yo. Sag das nicht. Yo. Ey, geil. Schwul. Okay, gut, warte, wir machen das mal normal, ne? Gut, normal. Warte, sag nicht. Boah, richtig breite Brust und so. Breiter als der Türsteher. Okay, gut, so sieht das auch nicht aus, aber breiter als der Türsteher. Gut. Da ich jetzt... Warte, ich muss meins noch... Ah, das ist Detailbearbeitung, ne? Teilbearbeitung beenden. Gut. Da ich mit meinem Sim jetzt fertig bin, würde ich sagen, thank you.
So, Leute, und dann war es das jetzt auch schon. Jascha hat sich jetzt gerade eben auch noch neben mich gestellt. Sag mal was. Der hat sich jetzt gerade auch noch neben mich gestellt. Einfach nur, damit wir die Charaktere zusammen machen können. Und das war es jetzt von der ersten Folge. Die erste Folge... Halt's Maul. Die erste Folge war jetzt nur zum Charakterdesign. Die geht einfach nur jetzt so ein bisschen... Also, wie man gesehen hat, haben wir jetzt mich, den Dominik und den Jascha. Charaktere sind alle gemacht und wie gesagt, falls ihr irgendwelche Ideen habt, wer noch mit in die Stadt soll, jetzt direkt am Anfang nicht, da ich mich erstmal ein bisschen einleben muss und so, aber wenn ihr Ideen habt, wer noch mit in die Stadt kommen soll, zum Beispiel irgendwelche berühmte Leute, was weiß ich, Darth Vader kann ja auch in die Stadt kommen oder was weiß ich, German Let's Play oder Bushido, Shindy, was weiß ich, irgendwelche solche Leute halt, dann schreibt mir das am besten mal in die Kommentare, dann versuche ich das bestmöglich umzusetzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge fange ich dann das erste Mal an mit Spielen und dann sehen wir uns dann wieder. Tschüss.